Na, alle Eier gefunden? Wissen Sie noch, im Herbst, da haben wir über Hörnchenkobel und über Bucheckern gesprochen. In der Zwischenzeit alles gewichen, und zwar wild kopulierenden Wieseln, Rammlern, achso, und neuen Filmen. Und drei davon habe ich mir aus der schier unendlichen Vielfalt ausgesucht und die stelle ich Ihnen vor in den Extra-Kino-News hier aus der Extra-Kino-Welt in Schwarzheide. Mein Name ist Stefan Thomas, das wissen Sie, deswegen sind Sie hier. Kommen Sie doch mit rein und lassen Sie die Schuhe an, wir renovieren. Ich habe mich ja anfangs gefragt, warum es zu einem Indiana Jones-mäßigen Abenteuerfilm am 20.04. einen Mädelsabend geben wird. Und dann habe ich gesehen, dass Channing Tatum eine Hauptrolle hat. Mit langen Haaren. Auf einem Pferd. Am Strand. Und dass Brad Pitt mitspielt. Und Daniel Radcliffe. Naja, was soll ich sagen? Ich habe mir den Trailer angeguckt und das Ganze trifft irgendwie genau meinen Humor. Aber sehen Sie selbst. Ihr habt mich direkt zur verlorenen Stadt geführt. Macht euch bereit zu sterben. In diesem Tempel sind zufällig hunderte von Schlangen, die nur auf uns gewartet haben? Was? Warum beißen die ihn nicht? Das ist doch lächerlich. Löschen, löschen, löschen. Oh. Hör zu, Loretta. Wir müssen dein neues Buch über die verlorene Stadt promoten. Du kannst dein Leben nicht in der Badewanne verbringen und Chardonnay mit Eis trinken. Ladies and Gentlemen, das heißeste Covermodel der Welt. Dash McMahon! Sie wissen, dass Sie nicht Dash sind, oder? Dash ist eine Figur, die ich erfunden habe. Dash! Oh, Mist. Miss Sage, Ihr Buch über die verlorene Stadt hat mir gefallen. Und ich glaube, Sie können mir helfen, den Schatz zu finden. Bei allem Respekt, da muss ich Sie enttäuschen. Ich fürchte, ich muss darauf bestehen. Binden Sie mich los! Das ist bloß Ihr Gurt. No. Loretta Sage wird vermisst. Ich werde sie retten. Ich will, dass sie mehr in mir sieht als nur ein Covermodel. Let's start living dangerously. Alan? Was machen Sie hier? Ich rette sie. Ich bin zertifizierter Ersthelfer und Crossfit-Trainer. Und ich hab Snacks. Schnappt sie euch! Das ist wie in Ihrem Buch. Wir sind auf einem Lovemore- und Dash-Abenteuer. Ich helfe Ihnen. Was machen Sie da? Oh Gott, nehmen Sie den Kopf da raus. Es ist kein Liebesroman. Der Dschungel frisst Menschen wie uns. Wow, was ist das? Machen Sie es weg, bitte. Ich spüre, wie die meine Seele aussaugen. Reißen Sie die Abwehrpflaster ab. Machen Sie nicht solche Geräusche. Da sind noch mehr. Heilige Mutter. Sind da noch mehr? Die saugen an meinem Hintern wie an einem großen Slushy. Wir sind so dicht dran. Ich kann die verlorene Stadt finden. Wenn ich nicht auf diese Insel komme, werden meine Freundin und ihr Covermodel sterben. Ich fahre. Loretta Sage, ich hol Sie hier raus. Warum sehen Sie so gut aus? Mein Dad war ein Filmstar. Hey, wow, da unten ist alles bestens. Okay. Was suchst du da? Mortimer, where is the car? I left it in the garden by the tree. Were I to request her presence, what might be her answer? You are bold, sir, and enjoy her presence you may. Nun, meine Damen und Herren, Sie sehen, es ist wirklich ein Glück, dass das heutzutage alles synchronisiert wird. Aber schauen Sie die Filme auch mal im Original. In der Synchro geht manchmal ein bisschen was verloren. Wissen es alle schon, Lady Grantham? Nichts hat sie uns erzählt. Setzt euch nun alle hin. Ich bin in den Besitz einer Villa gekommen, im Süden Frankreichs. Einer Villa? Fang doch ganz von vorn an. Vor vielen Jahren, bevor du geboren warst, lernte ich einen Mann kennen. Sie verbrachten wenige Tage zusammen und er schenkte ihr ein Haus? Hast du nie erwogen, es auszuschlagen? Sehe ich etwa aus, als würde ich eine Villa in Südfrankreich ausschlagen. Ein Telefonanruf für Sie, Mylord. Mr. Barber ist Produzent und Regisseur. Er möchte einen Film auf Downton drehen?
Gepickte Bilder auf Downton? Kommen auch berühmte Filmstars? Ich finde, das ist ein schrecklicher Gedanke. Schauspielerinnen vollgekleistert mit Make-up und Schauspieler, die ebenso bemalt sind. Der hat irgendetwas an sich. Wie ein wildes Tier, bereit zum Sprung? Bereit, dich anzusprengen, meinst du wohl? Action! Cut! Cut! Verzeihung! Die moderne Welt hält nun Einzug auf Downton. Warum hat er dir die Villa geschenkt? An diesem Punkt bleibt es immer noch rätselhaft. Dann sind wir an die Riviera entschwunden und mit etwas Glück verpassen wir Marys fürchterlichen Film. Ich hoffe, dass die ein Requisit war. Du trägst die Verantwortung. Der Kapitän bist nun du. Man sollte sich in Acht nehmen, denn die Briten kommen. Bienvenue in der Villa der Tauben. Ein wunderschöner Ort. Wie froh Sie sein müssen. Du meine Güte. Wer ist das? Die Lady Grantham, für die ich als junger Bursche anfing zu arbeiten. Granny! Warum haben Sie uns eingeladen? Es sieht nicht gut aus für Papa, wenn sie etwas geheim halten wollte. Gibt es Ärger im Paradies? Ich denke, ich muss Ihnen nicht erklären, dass eine Ehe wie ein Roman ist, voller unerwarteter Wendungen. Frauen wie uns unterteilt man in zwei Kategorien. Drachen und doofe Gänse. Du musst dafür sorgen, dass man dich für einen Drachen hält. Und nun wünsche ich gute Nacht und überlasse euch den Spekulationen über meine mysteriöse Vergangenheit. Das Publikum will wohl nur noch Filme, in denen gesprochen wird. Ich hätte gedacht, das Beste an Filmen sei, dass man sie nicht hören kann. Noch besser wäre, wenn man sie auch nicht sehen könnte. Kennen Sie den Begriff des Multiversums? Also ein vielleicht besser Paralleluniversum, in dem alles anders ist als bei uns, so richtig gegenteilig. Statt eines weißen T-Shirts trage ich also zum Beispiel ein schwarzes Hemd. Ja. Und statt dass ich groß bin, bin ich eben klein. Ja. Und die Gesamtheit all dieser Paralleluniversen nennt man dann Multiversum. Wie alt bist du eigentlich? Na, 3 und... Nacht für Nacht habe ich denselben Traum. Und dann beginnt der Albtraum. Ich habe getan, was nötig war, um unsere Welt zu beschützen. Du kannst nicht alles kontrollieren, Strange. Du hast das Portal zwischen den Universen geöffnet. Und wir wissen nicht, wer oder was dorthin durchkommt. Wanda, was weißt du über das Multiversum? Vision hatte Theorien dazu. Er hielt es für gefährlich. Er hatte recht. Es tut mir leid, Steven. Was du mit der Realität gemacht hast, wird nicht ungestraft bleiben. Wir sollten ihm die Wahrheit sagen. Dinge sind außer Kontrolle geraten. Wenn du die Regeln brichst, Achtung! Bist du der Held. Tu ich es, bin ich der Feind. Ist irgendwie unfair. Strange! So, das war jetzt ganz schön viel für den Kopf, deswegen jetzt noch schnell Tickets kaufen und dann ab in die Sonne, so wie ich auf eurem Lieblingsparkplatz. Sonne.